Hallo und herzlich willkommen zur Forstgeschichte. Wir machen weiter mit der Weidehaltung, also den Weidetieren im Wald. Ne? Waldweide, so, das ist der entsprechende Fachbegriff. Und zwar mit Großvieh, also Kühe und Schafe vor allen Dingen. Generell muss man jetzt sagen, Waldweide und Eichelmast, das sind wirklich zwei Paar verschiedene Schuhe, weil bei der Eichelmast immer darauf geguckt wurde, dass man halt eben nur Schweine verwendet, die echt auch nur Interesse an den Eicheln, Bucheckern und sonstigen Samen der Bäume haben und sich für die anderen Pflanzen, die da sonst so rumstehen, gar nicht groß interessieren. Außerdem durch den hohen Ertrag der Eichen an Eicheln, was die runterschmeißen, waren verglichen mit den Mengen an Grünfutter, das Pferde und Kühe brauchen, nur geringe Flächen für die Eichelmast vonnöten. Hingegen die enormen Tierherden an Rindern und Pferden dann später, die haben schon einiges an Futter benötigt. So eine Kuh, selbst die kleine Kuh des Mittelalters, die frisst wirklich massive Mengen an Grünzeug und das muss irgendwo herkommen. So. Und jetzt müssen wir mal ganz früh in die Geschichte einsteigen, also im späteren, sage ich jetzt mal, Jungsteinzeitbereich, wo man bereits eben erste Ziegen, Schafe und sowas in der Richtung gehalten hat. Und die hat man absichtlich, das wurde billigend in Kauf genommen, gerne in den Wald geschickt, damit sie da schon mal das Unterholz entsorgen, sozusagen. Denn der Wald war grundsätzlich ein Feind. Es gab davon so viel, dass man den nicht gebraucht hat, in Anführungszeichen, beziehungsweise einem klar war, und davon gibt es eh unendlich viel. Und wir brauchen viel mehr Acker und weniger Wald. Acker ist wertvoll, Wald ist ohnehin unbeschränkt verfügbar. Also muss der Wald weichen und der Acker muss her. Die Dörfer der damaligen Zeit wurden auch immer nur für, sage ich mal, maximal wenige Generationen bewohnt. Oft auch nur für eine einzige Generation oder auch nur mal 30 Jahre. Und in diesen 30 Jahren hat man halt erstmal einen Primäracker angelegt, hat dann durch eben die Waldweide weiteren Wald gerodet. Die Bäume musste man natürlich noch zusätzlich abhacken. Klar, die hat man regulär gefällt, aber das Nachwachsen des Waldes ließ sich wunderbar damit vermeiden, dass man da halt immer schön die Weidetiere draufgetrieben hat auf die Fläche und irgendwann war der Wald dann da weg und man konnte ihn wunderbar als Ackernutzung verwenden, den dieses freigelegten Boden und hat die Tiere dann eben etwas weiter in den Wald reingetrieben, bis irgendwann der Abstand zum Dorf zu groß wurde. Überall drumherum die Böden entweder ausgelaugt waren oder die Wälder zu weit weg und man irgendwie den Überblick verloren hat. Und dann ist das komplette Dorf einfach umgezogen, man hat das Dorf aufgelassen, woanders eine neue Siedlung gegründet, ein neues Haupthaus gebaut und das ganze Spiel ging wieder von vorne los. Und jetzt muss ich den Akku wechseln. Das beschriebene System hat lange, lange, lange funktioniert, bis es dann halt irgendwann mal mehr Menschen gab. Und dann wurde es langsam problematisch, weil mehr Menschen wollen auch ernährt werden, mehr Menschen haben größere Viehherden und dann wird das langsam mal ein bisschen problematisch. Generell auch die Zunahme der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die spätestens ab dem Hochmittelalter Ausmaße angenommen hat, dass Wald eben nicht mehr omnipräsent gewesen ist, dass waldfreie Landschaften jetzt eine große Rolle gespielt haben im Gesamtlandschaftsbild von Deutschland. Spätestens ab diesem Zeitpunkt musste man von seiner Siedlung bis in den Wald ordentliche Strecken zurücklegen. Bei der Eichelmast war das noch nicht so schlimm, da hat man halt die nächstmöglichen Wälder genommen, aber mit den Rinder-, Schaf-, Ziegen-, Pferdeherden konnte man auch durchaus größere Strecken zurücklegen und hat die auch weiter hinten nochmal in den Wald reintreiben können, damit sie sich da eben satt fressen. Allerdings, ganz doof, man unterstellt es dem historischen Homo sapiens ja gerne, aber ganz doof war auch damals der Mensch noch nicht, beziehungsweise er war schon sehr so doof, aber er hat trotzdem begriffen, dass das, was er da tut mit der Waldweide, dem Nachwuchs des Waldes nicht unbedingt gut tut und nach, sogar relativ in kurzen Zeiträumen, weil allzu schnell, das muss schnell gegangen sein, sonst hätte man es nicht gemerkt, dem Wald ziemlich vernichtet. Und dann ein neuer Ackerboden draus wird, auf Boden, den man gar nicht bestellen kann mit der Technik der Zeit. Also irgendwelche Buntsandsteinböden, armen Buntsandsteinböden, wie wir sie oben im Schwarzwald haben, wären landwirtschaftlich, mal abgesehen für Weidenutzung, völlig uninteressant gewesen.
Da konnte man zur damaligen Zeit nichts anbauen und auch aus heutiger Sicht müsste man da düngen noch und nöcher, damit da irgendwelche Nutzpflanzen wachsen könnten und auch dann wäre es wahrscheinlich irgendwie noch zu hoch und würde sich einfach finanziell überhaupt nicht rentieren und das war damals genauso. Die fruchtbaren Böden waren immer da, wo die Höfe selber lagen und da hat man dann ja auch bereits begriffen gehabt, dass man zumindest so ein kleines bisschen eine Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit betreiben muss im Rahmen der Dreifelderwirtschaft, die wir aus dem Mittelalter eben entsprechend kennen. So, und im Rahmen dieser drei Felder gab es ja auch immer eine Brache und auf dieser Brache konnten nun die Viehherden auch grasen. Ja, also es gab eine Komponente, wo das Vieh was zu essen gefunden hat. Auf den anderen zwei Feldern wurde ja weiter Nahrungsmittel für Mensch angebaut und auf dem dritten Feld Nahrungsmittel für Tier, wenn man so will, während sich das Feld erholt. Das Problem war nur, dass dieses Feld im Prinzip zweimal im Jahr nur abgegrast werden konnte und mit einem Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche zur damaligen Zeit konnte man, dass man zweimal abgrasen lassen kann, konnte man die Viehherden einfach nicht ernähren. Da gab es also eine Differenz an Nahrung, die gefehlt hat. Das heißt, wo musste man dann hin? In den Rest der Landschaft. Was war der Rest der Landschaft? Wald. Also, blieb gar nichts anderes übrig, als mit den Viehherden in den Wald entsprechend auszuweichen. Es war schlicht und ergreifend notwendig, weil es die Brache nicht hergegeben hat. Einmal im Frühjahr das frische Grün wegmampfen und dann nochmal gegen Herbst das nicht mehr ganz so frische, aber immer noch üppig vorhandene, im Sommer auch reichlich nachgewachsene Grün wieder wegmampfen lassen von den Tieren. So, und jetzt deswegen die Unterscheidung zwischen mit Kühen und Pferden und mit Ziegen und Schafen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Kühe und Pferde nur an Grünfutter interessiert sind. Die rupfen vielleicht auch mal ein paar Blätter vom Baum. Aber sofern es sich dabei um den jungen Laubbaum handelt, insbesondere bei dem Herbsteintrieb vom Viehzeug, ist das nicht weiter dramatisch. Und ansonsten haben die sich primär für Gras interessiert. Und das ist zwar auch schlecht, und natürlich knapsen die auch Knospen von jungen Bäumen ab und die nehmen auch mal den kompletten jungen Baum mit und knabbern auch mal an der Rinde von einem Altbaum die Pferde und die Kühe, aber in einem viel geringeren Ausmaß, als das Ziege und Schafe tun. Grob kann man sagen, die Kuh beißt nur dann an den Holzpflanzen rum und gefährdet damit den Erhalt des Waldes, wenn sie zu wenig Gras findet. Sie mag lieber frisches, saftiges, grünes Gras mit schönem Klee drin und was da sonst noch Tolles wächst, vielleicht ein bisschen Waldmeister, sehr würzig alles, lecker, lecker für die Kuh. Und wenn sie das nicht kriegt, dann fängt sie plötzlich an, sich für irgendwelche Triebe zu interessieren oder Rinden abzuziehen. Gleiches gilt ungefähr im gleichen Ausmaß auch fürs Pferd. Hingegen die Ziege, die mag eigentlich alles, das ist der Scheiß egal, die kaut auch dann Rinde vom Stamm, wenn da noch reichlich frisches Gras da ist. Also sobald man Ziege oder Schaf in den Wald treibt, kann man sicher sein, dass man damit die Bäume nachhaltig schädigt und die dann sehr schnell eingehen und auch das Ganze kaputt geht. Will man also den Wald weghaben und roden, ist eine Möglichkeit, die Ziegen-Schaf, kombinierte Ziegen- und Schafherde oder auch zwei hintereinander, ist egal, da durch die Wälder zu treiben, ja. Deswegen muss man diese Unterscheidung definitiv machen. Das wussten die Leute damals auch schon. Und damit kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo man, nachdem man begriffen hatte, dass das den Wald nachhaltig schädigt und da überhaupt kein Wald mehr nachwächst und irgendwann dann das Ganze degradiert und der Boden auch irgendwie weg ist, hat man erstaunlich gut und erstaunlich früh begriffen. Und was hat man dann versucht zu tun? Die ersten Waldweisungen und Forstordnungen, die aufkamen im Hochmittelalter, enthielten dann also oft auch schon Hinweise dazu, wie viel und wer denn nun sein Vieh eigentlich in den Wald treiben darf. Oft war es zum Beispiel in Form von Marktgenossenschaften das Ganze organisiert und bei den Marktgenossen gab es innerhalb der jeweiligen Marktgenossenschaften, hatten die sich ja selber eigene Gesetze gegeben, den Grundsatz, der relativ weit verbreitet war, aber fast alle hatten einzelne Regeln und eigene Ideen, wie sie das jeweils umsetzen wollen. Also von einer Bundeseinheitlichkeit kann da überhaupt keine Rede sein zur damaligen Zeit. Aber
Grob ging es darum, dass man erstens nur eigenes Vieh und zweitens auch nur so viel in den Wald treiben darf, wie man über den Winter überhaupt durchkriegen kann. Das soll einfach verhindern, dass man sämtliche Jungtiere vom Vieh und vielleicht noch Jungtiere, die man dazu gekauft hat, wie blöd in den Wald treibt im Sommer, das alles fett werden lässt, im Winter einfach alles schlachtet und nur die paar, die man auch überwintern lassen will, überwintern lässt. Und eben mit dieser Regelung sollte dann dafür gesorgt werden, dass ein solches überproportionales Nutzen des Waldes als Weidegrund vermieden war. Ne? Also der Bestand durch Waldweide zu sichern, war nur bei dem ohnehin vorhandenen Vieh erlaubt. Man durfte also seine Viehherde nicht auf Kosten des Waldes sozusagen beliebig vergrößern. Ja? Das war so eine der möglichen Maßnahmen. Teilweise wurde auch einfach vorgeschrieben, Bauer so und so darf exakt 4 Kühe in den Wald treiben, Bauer Schnödeldö, der darf nur 3 Kühe in den Wald treiben, und dass man es wirklich genau festgelegt hat. Das findet man auch häufiger mal in den Quellen. Bei Verstößen gab es theoretisch hohe Strafen, aber, ganz, ganz großes Aber, jeder wusste zur damaligen Zeit, wenn die Bauern ihr Vieh im größeren Umfang nicht in den Wald treiben, dann geht das Vieh halt eben entsprechend ein und dann haben wir im Winter nichts zu fressen. Also auch der Steuereintreiber und derjenige, der diese Bestimmungen zur Einschränkung der Waldweide umsetzen musste, der musste auch essen. Der hatte in seiner Familie selbstverständlich auch Landwirte. Jeder hatte Landwirte in der Familie, wenn er nicht selber einer war, im engeren Umkreis, und der hat das alles gewusst. Dementsprechend stand das zwar wohl so auf dem Papier, aber wir dürfen aus heutiger Sicht stark bezweifeln, dass das immer so stark geahndet wurde, wie das hier jetzt aussieht, und dass man mit den Grenzen, über die man sein Vieh nicht hinwegtreiben durfte, und die Sache mit dem nur eigenen Vieh wahrscheinlich sehr, sehr flexibel eben entsprechend umgegangen ist. Was ich noch nicht angesprochen hatte, auch vor allen Dingen der Tritt in Form von Kühen verletzt grundsätzlich massiv den Boden, wühlt den Boden sehr stark auf, und je nachdem für welche Art kann das auch ein größeres Hindernis darstellen. Bei massiven Herden von schweren Tieren, die durch den Wald getrieben werden, kommt es irgendwann auch zu Bodenverdichtungen. Das kennt man von heute vom Harvester, dass in dem verdichteten Boden dann wieder verschiedene Baumarten Schwierigkeiten haben, hochzuwachsen. Und ja, also der Tritt ist auch noch auf jeden Fall ein großer Schaden, der verursacht wird. Auch wenn die Kuh eigentlich nur Gras fressen sollte, ist durch den Tritt da Massives angerichtet. Gerade wenn sie sich immer auf den gleichen Wegen bewegen, dann kriegen wir auch noch gleich noch Erosionsrinnen. Dann waren sie oft auch am Hang unterwegs, dann kann der ganze Hang runterkommen, und all sowas wird mit Sicherheit auch eben entsprechend passiert sein. Zumal wir ja immer die ganzen historischen Waldnutzungsformen in ihrer Gesamtheit betrachten müssen. Eichelmast und Kuhweide allein hätte dem Wald wahrscheinlich nicht viel angetan. Aber es gab ja auch noch Streunutzung, Brennholznutzung und den ganzen anderen Kladderadatsch, auf den wir noch eingehen. Und vieles davon eben immer parallel. Dass der Wald also 26 Bedürfnisse plus Brennholz plus sonstiges Bauholz, außerdem sollte noch drin gejagt werden und so weiter. Er musste eigentlich alle Bedürfnisse, die die Bevölkerung abseits ihres Ackers und ihres eigenen Heims hatte, musste vom Wald irgendwie befriedigt werden. Und das waren Ansprüche, die zu hoch waren, was ja auch zur massiven Entwaldung Mitteleuropas um 1800 geführt hat. So, hier haben wir jetzt übrigens langsam auch den ersten Konflikt, wenn man so möchte, zwischen den Forst- und den Landwirten. So die ersten Anzeichen dafür, denn wem der Wald gehört hat, dem wurden dann später Rechte eingestanden, zum Beispiel 1756 in der Schlesischen Forstordnung wurde den Waldbesitzern gestattet, also denjenigen, die ein Interesse am Erhalt des Waldes haben, bis zum Zehntel ihres Waldes unter Bann zu stellen. Das kennen wir auch heute noch aus den jetzigen Wäldern. Wer da mal viel unterwegs ist, trifft hin und wieder mal auf ein Naturschutzgebiet, das gleichzeitig ein Bannwald ist oder auch nur ein Bannwald, das geht theoretisch auch. Und der Bann bedeutet in diesem Sinne, dass da heute bedeutet das, dass da forstlich nichts mehr gemacht werden darf. Damals bedeutete das, man darf in diesem Wald sein Vieh nicht reintreiben, ja.
ein Zehntel der Fläche war das, wo keine Waldweide stattfinden sollte. Und das sollte ausreichen, um die Waldbesitzer zufriedenzustellen und trotzdem noch die Rechte der Viehbesitzer, um es mal so auszudrücken, sicherzustellen. Außerdem durften die selber bestimmen, die Waldbesitzer, wie lange dieser Bann auf dem Zehntel ihrer Fläche anhalten sollte. Man hat das vermutlich meistens so gemacht, dass man immer, wenn man irgendwo Holz geschlagen hatte, was man damals übrigens noch nicht mal im Kahlschlag gemacht hat, das war gerade die Zeit, als der Fehmelschlagbetrieb die gängige Holznutzung gewesen ist. Wir befinden uns jetzt um 1700 und gerade in der geschichtlichen Einordnung. Da hat man also durchaus schlagweise Holz gemacht, also hier mal ein Loch, da mal ein Loch, dort mal ein Loch. Aus heutiger Sicht war das gar nicht so blöd. Das Dumme ist nur, dass man noch nicht so ganz, nur teilweise nachgepflanzt hat. Naturverjüngung wäre auch sonst von alleine hochgekommen, wenn da nicht dann dauernd die Kühe drüber gegangen wären und die Naturverjüngung entweder plattgetrampelt oder aufgefressen hätten. Denn das, was da an Äsung da war, hat den Kühen auch nicht gereicht und die Kühe mussten also quasi auch auf den Verbiss von Holzpflanzen zurückgreifen. Man hat dann versucht zu verbieten, dass eben auf den frischen Schlägen, da wo jetzt die neue Waldgeneration hochwachsen soll, wo man gerade eben erst die alten Bäume weggehackt hat, dass die Tiere da nicht rein dürfen. Aber genau da hat es ja dann das Futter gegeben für die Tiere und die Bauern waren dann überhaupt nicht begeistert. Dann hat man gedacht, okay, dann machen wir jetzt einen Zaun drum um die frischen Schläge, damit die besser geschützt sind. Hat man gemacht. Danach kam dann mal wieder irgendein Krieg. Zur damaligen Zeit gab es da ja genug von. Und in dem Moment war es den Bauern auch schon wieder Wurst. Der Zaun wurde eingerissen. Und man hat dann halt trotzdem an der Stelle sein Vieh grasen lassen, wo das frische Grün gewesen ist. Hat also alles nicht viel genützt. Das Ausmaß der Waldweide dürfte vielleicht zusammen auch mit der Waldweide mit Ziegen und Schafen, die man aber deutlich weniger betrieben hat, weil man gewusst hat, das macht alles kaputt. Das ist verheerend. Da wächst danach gar nichts mehr. Kommen wir gleich zu. Aber generell wird wahrscheinlich die Waldweide zusammen mit der Streunutzung und die generelle Übernutzung des Waldes natürlich die Top-Faktoren gewesen sein, die massiv zur Degradation der Wälder beigetragen haben. Also das kann man wirklich nicht unterschätzen. Wann hat denn die Waldweide aufgehört? Naja, auch als man eben mehr zur Stallhaltung übergegangen ist, als man noch mehr Streunutzung betrieben hat, also mehr Material in die Ställe aus dem Wald in die Ställe gekarrt hat und das Vieh nicht aus den Ställen in den Wald. Ne? Also hat nicht wirklich was besser gemacht. Aber spätestens dann im 19. Jahrhundert, da wurde das dann langsam eingeschränkt. Die Ausübung der Waldweide war nicht mehr so aktuell. Und man hat oft auch die Rechte zur Waldweidenutzung des Waldes einfach abgekauft. Dass man gesagt hat, okay, du hast da jetzt so ein altes Recht. Seit Jahrhunderten darfst du hier in dem Wald deine Kühe reintreiben. Aber ich gebe dir jetzt, keine Ahnung, 20 Gulden, was halt auch immer damals Geld, das Geld war. Und dafür kaufe ich dir das Recht ab und dann hast du es halt nicht mehr, aber jetzt ein Batzen Geld. Und darauf haben sich die meisten auch eingelassen. Aber was man auch sagen muss, es gibt vor allen Dingen deutschlandweit, vor allen Dingen in Bayern, immer noch einige Waldbauern, die Wald haben und Bauern sind, so muss man das zusammensetzen, diesen Begriff, die noch solche Waldweiderechte besitzen. Und teilweise ist es sogar juristisch so, dass sie es manchmal sogar durchgesetzt kriegen, dass sie diese nutzen dürfen. Weil das so alte Rechte sind, die man nie abgekauft bekommen hat, für die dann manchmal in gewissen Bedingungen sogar neuere Naturschutzregelungen nicht gelten. Und jetzt findet inzwischen wieder in einzelnen Bereichen, auf insgesamt glaube ich etwa circa 1000 Hektar, in Bayern wieder Waldweidenutzung statt, mit Kühen vor allen Dingen. 1000 Hektar ist im Grunde nichts. Aber interessant finde ich das trotzdem, weil man argumentiert jetzt damit, das sei Naturschutz. Denn Wälder, die untenrum kahl gefressen sind, wo dauernd der Unterwuchs weggemampft wird, wo auch die forstliche Verjüngung weggemampft wird, werden irgendwann wieder zu sehr lichten Wäldern, zu sehr offenen Wäldern. Und die haben eine ganz andere Artenzusammensetzung als eben sehr dichte geschlossene Wälder. Und generell muss man sagen, zumindest die pflanzliche Biodiversität ist in solchen beweideten Wäldern, Hutewald plus eben auch noch
Waldnutzung durch Rinder und Schafe und Ziegen, gut, letztere lassen wir weg, das hat eine hohe Biodiversität und das kann man dann als Landschaftspflege verkaufen. Und das wird dann finanziell wieder interessant, weil Landschaftspflege ist was vom Staat wiederum gefördert wird. Und dann kann man sogar noch Geld dafür bekommen, dass man eine Unsitte der Vergangenheit wieder aufleben lässt. Natürlich hat es da jede Menge Einschränkungen. Und solange man das nur in kleiner Menge sehr gut geplant und auf ausgewiesenen Standorten macht, könnte man schon sagen, ist der Nutzen, Erhöhung der Biodiversität, besonders tolles Futter für die Kühe, den Kühen geht's gut und alle sind glücklich, schon gegeben. Aber ob das wirklich den Kosten entgegenwirkt, die sowas verursacht, nämlich am Wald eben, ist fraglich. Und gerade jetzt aktuell in den Jahren der Trockenheit, die kommen werden, muss man sich fragen, ob wir wirklich mehr lichte Wälder haben wollen. Weil je geschlossener der Wald, je dunkler der Wald, desto besser überlebt der Trockenstress. Und so ein Weidewald, der trocknet ganz schnell aus. Weil da jede Menge Fläche, Verdunstungsfläche vorhanden ist, wo das Wasser aus dem Boden abdampfen kann, wird von den paar Bäumchen, die da noch rumstehen, nicht zurückgehalten und weg ist es. Und dann haben wir da ganz schnell eine sehr, sehr, sehr trockene Wiese. Und dann bald auch trockene Wiese ohne Bäume. Deswegen ist es sicherlich derzeit eine ganz falsche Zeit aus meiner Sicht, ja, da darf man gerne anderer Meinung sein, das ist jetzt nur meine Position, um wieder mit Waldweide anzufangen. Halte ich für ganz, ganz, ganz falsch. Selbst wenn das jetzt erstmal wieder mehr Orchideen auf der Wiese zulässt und die Schmetterlinge sich freuen und die Insekten sich tendenziell freuen und alte Huteeichen, dadurch, dass sie besonders alt werden können, natürlich auch eine Menge Totholz erstmal produzieren. Die Gesamtmenge an Totholz ist bei deutlich geringerer Bestockung aber auch nicht höher als in einem normalen Wirtschaftswald, den man naturnah bewirtschaftet. Also ich sehe da keinen Vorteil. Ich lese nochmal nach, wenn ich noch was vergessen habe. Das mache ich jetzt in jedem Teil. Genau, warum hat man denn dann mit der Waldweide irgendwann aufgehört? Warum wurde die unattraktiv und keiner hat sich mehr dafür interessiert? Weil, erstens, man hat nicht mehr mit Brache gearbeitet auf den Feldern, sondern man hat jetzt Weidepflanzen aktiv angepflanzt. Klee, Luzerne, sowas in der Richtung. Ja? Das heißt, der Wert der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die gerade nicht mit Ackerbau betrieben wurde, sondern als Weideland zur Verfügung stand, hat halt massiv zugenommen. Damit konnte man dann wieder mehr Vieh mit der zusätzlich natürlich auch, weil der Wald immer weiter zurückging, größer werdenden landwirtschaftlichen Nutzfläche versorgen. Außerdem hat man festgestellt, dass wegen Verschwendung des guten Düngers es doch eigentlich Unsinn ist, wenn man die Kühe in den Wald schickt, dann scheißen sie ja in den Wald und nicht auf das eigene Feld, wo man den Dünger ja viel wichtiger brauchen kann, oder in den eigenen Stall, wo man dann wunderbar hinterher den Stall ausmisten und das wieder auf den Feldern verteilen kann. Es geht einem also der gute Dünger verloren. Und die Bedeutung des Düngers wurde eben entsprechend dann immer größer und deswegen sind wir so bei grob auch wieder 1800, also gerade da, wo die Wälder ohnehin nicht mehr viel Platz geboten haben, weil sie knapp wurden. Zu diesem Zeitpunkt hat man auch gleichzeitig begriffen, dass Waldweide irgendwie keinen Sinn mehr macht und das hat sich dann auch wirklich ist im Sande verlaufen. Also man musste das nicht verbieten, man musste nicht irgendeine rechtliche Regelung dafür finden, sondern die Notwendigkeit ist dann einfach runtergegangen. Und die Kartoffel. Die Kartoffel spielt bei fast allen Viehgeschichten nochmal eine Rolle, dass die dann immer, nachdem sie wirklich etabliert war, ordentlich die Stallfütterung auch verbessert hat. Jo, das wäre es zu Thema Rinder und Pferde im Walde gewesen. Und ich mache jetzt aber im Anschluss, eigentlich wäre jetzt hier Schluss, noch schnell die Ziege und Schafe hinterher, weil dann gibt es eine Geschichte, dass das mit den Ziegen und Schafen reicht nicht für ein Einzelvideo. So, ich habe ja schon angesprochen, Ziegen mampfen auch dann das Holz, wenn sie genügend sonstige Äsungen vorfinden, mögen sie gerne. Das gleiche gilt auch für Schafe.
Und besonders bei den Ziegen, das ist halt das Vieh des armen Mannes. Eine Ziege konnte sich fast jeder leisten, eine Kuh, nur die bisschen besser dastehenden Bauern und mehrere Kühe, das war dann was für den Adel innerhalb der Landwirte sozusagen. Ja? Beziehungsweise man hat die Kühen von irgendjemand Wohlhabenderen halt bei sich auf dem Hof versorgt und so weiter. Trotzdem, Ziege hatte jeder, Ziege musste auch satt werden und gerade die ganz Kleinen und Armen, die hatten dann das Problem, dass man aufgrund der enormen Schäden, die Ziege im Wald anrichten, sehr schnell verboten hat, Ziegen überhaupt in den Wald zu lassen. Ja, also schon ab 1300 und grad war die Waldweide für Ziegen nicht mehr gestattet und durfte nicht. Das führte zu massiven Auseinandersetzungen eben mit dem kleinen Bauern, dem armen Bauern, der ja trotzdem irgendwie seine Ziege durchbringen musste. Dann hat die Ziege irgendwann keine Milch mehr gegeben und wurde immer dünner und der wurde immer verzweifelter und hat nichts mehr gefunden für seine Ziege. Und das führte sogar zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Also so kleinere Aufstände der ziegenreichen Bevölkerung gegen die Obrigkeit, die den Wald da unbedingt schützen will, jetzt auf einmal, plötzlich, wo es doch noch so viel Wald gibt und wo da doch so viel Grün ist, wurde nicht so gerne hingenommen. Ziegen sind auch dahingehend problematisch, weil die nicht gut zu halten sind und gerne abhauen und sich dann gerne weit in der Landschaft verteilen und auch immer dahin rennen, wo sie halt gar nicht hin sollen. Es hätte also nicht funktioniert, aus technischen Gründen, zu sagen, okay, hier habt ihr einen kleinen Bereich, da dürft ihr mit den Ziegen hin, sondern die wären dann wahrscheinlich eben relativ schnell überall gewesen. Ja? Das Problem Ziege war also immer recht gut juristisch, sage ich mal, unter Kontrolle gebracht. Wenn wir jetzt pro Wald und contra Ziege sind, dann war die Situation eigentlich ganz in Ordnung. Aber bei den Schafen sah es anders aus. Aber halt vorher noch ein wichtiges Zitat. Wo haben wir es denn? Genau, nämlich um 1400 drohte der Kuhfürst der Pfalz, also ein sehr hohes Tier, er werde den Forstknecht an der nächsten Eiche aufhängen lassen, wenn er nicht verhindere, dass die Schäfer ihre Herden in den Schwetzinger Harz treiben. Ja, also der Konflikt muss wohl doch relativ heftig ausgetragen worden sein. Im 16. Jahrhundert, als die Tuchindustrie aufgeblüht ist, also man mit Tuch wirklich massiv Geld verdienen konnte, ebenfalls in der Pfalz, haben gerade die Kameralisten geherrscht. Also sprich, man wollte Gewinnmaximierung. Kameralismus ist ganz einfach ausgedrückt die frühe Form des gewinnmaximierenden Kapitalismus. Ganz einfach jetzt ausgedrückt, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Und da hat man also versucht, möglichst immer die Form der Landnutzung zu finden oder der generellen Nutzung von was auch immer, die am gewinnbringendsten ist. Und da zu diesem Zeitpunkt gerade die Tuchindustrie eben der heiße Scheiß gewesen ist, hat man dann plötzlich das Weiden der Schafe im Wald wieder erlaubt, weil man mehr Schafherden gebraucht hat, der Platz ja nicht mehr geworden ist. Also musste man wieder auf den Wald ausweichen, wann immer die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht ausgereicht hat, musste der Wald immer weichen, um weitere landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung zu stellen oder wurde halt selbst direkt als solche genutzt. Das ist interessant, weil das juristische Streitigkeiten nach sich gezogen hat, diese ganze Geschichte mit den Tuchschafen, die bis ins 19. Jahrhundert angehalten haben und den ganzen Kameralismus sozusagen überdauert haben, weil man einfach zu keinem Ergebnis gekommen ist, bis dann irgendwann die badische Regierung die Aufhebung der Schafweide im 19. Jahrhundert befohlen hat. Aha. So war das damals. Aber das nur so am Rande angemerkt. Und damit haben wir den Exkurs zu den Schafen und den Ziegen auch durch. Und das wäre dann der Teil mit der Weidenutzung des Waldes auch gewesen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Und wenn nicht, habt ihr hoffentlich gut geschlafen. Macht's gut und nächstes Mal geht's dann mit der Streunutzung weiter. Vielleicht das schlimmste Verbrechen
am Wald, dass wir überhaupt je in der historischen Nebennutzung des Waldes begangen haben. Tschüss.